Hallo an dieser Stelle zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen des 27. Februars. Wir haben bald das Monatsende erreicht. Auch der Wochenabschluss steht vor der Tür. Und wir wollen uns dennoch dem DAX mal nähern, der sich hier aktuell auf Rekordhöhen weiterhin befindet. Den DAX nehmen wir jedoch nicht in die Beschau, sondern vielmehr die Top-Titel im DAX. Und da sehen wir hier die Performer-Liste, angeführt heute von Fresenius, von E.ON und dann Adidas. E.ON hat man bereits gestern in der Chartbeschau. Insofern wollen wir uns heute auf Fresenius und die Adidas nochmal beschränken, um hier mal zu beleuchten, was denn da so vor sich geht. Wir sehen hier im aktuellen Stundenchart die Aktie hier in einem schönen Aufwärtsimpuls, auch mit einem klassischen Up-Gap im Sinne dessen, dass auch der DAX auf Rekordhoch startete, beziehungsweise hier die Rallye weiterhin ihre Fortsetzung findet. Aber interessant hier im Stundenchart dabei auch, dass wir hier eine größere Konsolidierungsbewegung vollzogen haben. Und die schauen wir uns jetzt mal im Tageschart genauer an. Die Fresenius ist ja ohnehin seit Jahren im Aufwärtstrend. Hier jüngst eben am 28. Januar ein neues Allzeithoch gemacht, 51,66. Das ist der Höchststand. Und Sie sehen, von dem aktuellen Kurslevel ausgehend sind wir noch ein Stück weit weg. Aber es sieht gut aus, als würde die Fresenius eben genau dieses Niveau knacken können. Zum einen haben wir kurzfristig, das muss man ganz klar herausheben, hier einen Supportbereich. Also wenn es wie auch immer geartet zu einem stärkeren Gegenmove kommen sollte und die Aktie hier dieses Niveau, dieses Unterstützungslevel 47,10 durchbrechen sollte nach unten, dann wäre sicherlich hier Vorsicht angebracht im Sinne dessen, dass die Aktie weiter fallen könnte. Das unterstreicht auch dieser Aufwärtstrend, den man hier in den Chart ziehen kann. Also hier auch direkt ein bisschen mit diesen jüngeren Bewegungen hier vom Januar, aber eine schöne Aufwärtstrendstruktur, die hier auf weiter steigende Preise hinweist. Und wenn es eben mal hier unter 47,10 gehen würde, dann hätte man hier sicherlich dann eben klassische Verkaufssignale, die dann Rücksetzer, das sehen Sie ja sehr schön an diesen Horizontalzonen, bis ungefähr 43,50 zulassen würden, dann eine Etage tiefer 41,10. Also da gäbe es einiges, aber die Aktie sieht nicht so aus, als würde sie jetzt hier eine Korrektur münden wollen. Es sieht vielmehr sehr bullisch aus, was wir aktuell erleben. Also der Rücksetzer, diese gegenläufige Korrekturbewegung ist aktuell hier schon wieder beendet, im Sinne dessen, dass wir hier einen Abwärtstrend, den kurzfristigen, gebrochen haben. Und nun bedarf es natürlich einem neuen Allzeithoch, um hier weiter nach oben zu streben. Die Fuzzi-Vektorlogik zur Aktie bläst genau aber auch in diese Richtung. Wir schauen uns mal kurz an, was hier für die nächsten Tage-Wochen auf Tagesbasis vorausgesehen wird. Und das ist relativ eindeutig. Hier wird sogar noch mal kurzfristig mit einem kleinen Rücksetzer gerechnet, der nicht kommen muss. Aber hier sagt die Saisonalität, dass dies passieren könnte, um dann aber letztlich hier bis zum Ende des Monats März hinein hier sogar Niveaus im Bereich 58, 85, 60 Euro je Aktie anzupeilen. Also das Niveau, die Rallye der Aktie dürfte anhalten. Wir sehen nach dem jüngsten Rücksetzer hier in diese Unterstützungszone, das war übrigens für Marktteilnehmer, die DAX-Aktien beobachten, hier ein sehr, sehr schöner Kaufbereich. Jetzt unlängst ging es eben die letzten Tage wieder hoch und wenn wir hier eben das letzte Allzeithoch rausnehmen und hier über 51,66 steigen, dann spricht viel dafür, dass wir eben Niveaus 55, 58, Schrägstrich und 60 Euro ansteuern sollten. Man kann auch hierbei den letzten Bewegungsimpuls der Rücklaufbewegung sozusagen projizieren. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, wäre das zumindest technisch erstmal das nächste Mindestziel und das befindet sich dann hier in der Region um 58 Euro. Passt also ganz gut ins Bild. Fresenius unverändert bullisch unterwegs. Schauen wir uns jetzt die Adidas an. Da gehen wir gleich mal hier in den Tageschart, den wir unlängst schon ausgewertet hatten vor kurzem. Und hier der Fahrplan mustergültig. Hier der Fahrplan wirklich mustergültig. Wir hatten eine kurzfristige Schwäche hier an diesem Widerstandsbereich, auch 38er Fibonacci Retracement erwartet gesehen. Es gab tatsächlich leichte Rücksätze. Dieser steile Aufwärtstrendkanal wurde jedoch nicht gebrochen. Wir hatten die Aktie sowohl im JFD-Stream als schriftlichen Analysecheck, aber auch die Aktie besprochen an dem Tag, als es hier richtig nach oben ging. Und es sieht hier tatsächlich so aus, als würde die Rallye sich weiter fortsetzen. Nächste Ziel hier knapp über 70 Euro, 70,30 Euro, hier das 50er Retracement Level, um dann hier eigentlich, und das ist diese Widerstandszone, die hier für die Anwärtsaktie zumindest als Ziellevel gilt, hier die Zone um 75,10 bis 76,50. Das ist eine Widerstandszone, die sollte im Zuge der jüngsten Bewegungen erreichen können, wenn sich denn hier diese steile Aufwärtstrendtendenz weiter fortsetzt und danach
sieht es durchaus aus. Wir haben auch hier die FTSE-Vektorlogik, die ich gleich mal auf den Schirm holen werde. Und die stellt sich nicht minder erfreulich dar, wie derzeit eben bei fast allen Aktien haben wir hier auch einen schönen Aufwärtstrendimpuls, der auch hier erwarten lässt, dass es im März einen Lauf in die Zone eben um 75, 76 Euro geben dürfte. Und insofern auch hier weiter die Bullen auf dem Parkett unterwegs. Sehr, sehr schöne Situation. Die Fresenius auch hier getrieben von ja, den Teilverkäufen an Rhön Klinikum. Zuletzt auch jüngst gute Quartalszahlen bzw. die Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Also alles hier relativ human. Und die Aktie im Flow der steigenden HOS bzw. der steigenden Kurse weiter unterwegs nach oben. Und Fresenius und Adidas eben hier heute die Titel. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Tausch gesehen mit der ThyssenKrupp. Die soll aber jetzt nicht von Interesse sein. Vielmehr werden wir uns der einen oder anderen Aktie dann vielleicht am Nachmittag oder spätestens in der kommenden Woche wieder widmen. Ich sage danke fürs jetzige Einschalten. Nachher gibt es sicherlich noch eine Nachmittagssendung, wenn Sie mögen, dann mit Blick auf die US-Märkte. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen angenehmen Tag. Auf bald. Ihr